Dieses gute Stück gibt vor, etwas zu sein, was es gar nicht ist. Und darauf gehen wir jetzt einmal ein. Im Rahmen unseres inoffiziellen Slogans Augen auf beim Laderkauf haben wir schon berichtet über falsch instand gesetzte Sachen, über die Gefahr bei Austausch-Turboladern und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir auch mal das Thema eine Fälschung eines Turboladers. Es gibt die Worte Nachbau-Turbolader, Fake-Turbolader, Fälschung, Plagiat etc. Es gibt in der ganzen Welt, eigentlich überall, bei allen Produkten, immer Leute, die irgendwas nachbauen von Menschen, die irgendwas erfunden, entwickelt oder wie auch immer haben. Mal ist das gut, mal ist das schlecht. In gewissen Ländern ist das eine Ehre, kopiert zu werden. Im Bereich von hochtechnischen Produkten, Turboladern, ist das in unseren Augen nicht gerade cool, weil meistens nicht richtig kopiert wird. Es wird natürlich so kopiert, dass es auch super günstig angeboten werden kann. Günstig ist immer schon mal so ein Ding, wo man sagt, hohoho, da sollten die Alarmglocken angehen. Klar, es gibt gute Angebote, keine Frage, aber häufig sind diese guten Angebote damit verbunden, dass es gar nicht das originale Produkt ist, was man eigentlich denkt zu kaufen. Wir haben hier mal einen Turbolader, wo der Kunde dachte, er hätte ein Original, Probleme mit dem Turbolader hat, ihn zu uns geschickt hat, zur Überprüfung, zur Überholung. Und wir haben uns das gute Ding angeschaut und haben gesagt, hä, brauchen wir gar nicht auseinandernehmen, ist nämlich gefälscht. Woran erkenne ich, dass es gefälscht ist? Ja, relativ simpel, sage ich jetzt mal als allererstes. Es sind nirgendwo ist ein Logo des Herstellers eingebaut. Jetzt kann natürlich nicht unbedingt jeder Laie wissen, welche Hersteller gibt es überhaupt, wie muss das Logo aussehen etc. Aber man kann sich natürlich verschiedene Bilder angucken von Turboladern im Netz. Und dann kann ich erkennen, dass ich hier zum Beispiel auf diesem Turbolader kein eingeprägtes BorgWarner-Logo habe. So sieht das Logo aus. Und das finde ich meistens hier irgendwo auf dem Gehäuse drauf, vielleicht noch irgendwo an einer anderen Stelle, auf jeden Fall bei BorgWarner zum Beispiel auf der Plakette. Und hier steht nämlich nicht BorgWarner, hier steht nur K14. Die Nummer wurde schön übernommen, wenn man die Seriennummer eintippt, dann funktioniert das auch alles, ist ja klar. Aber es ist eben kein Herstellerlogo drauf. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal blöd gesagt, das einzige Merkmal. Es gibt sogar Plagiate, wo dann auch das Herstellerlogo kopiert ist, bloß, ja, wie ist es für euch dann möglich, das zu unterscheiden? Und das ist eigentlich nur eine Sache, wo ich sage, das ist der gesunde Menschenverstand. Eine Firma mit einer gewissen Reputation, da kann man was kaufen, wo man sich sicher sein kann, das ist original. Bei uns gibt es nur originale Produkte. Es gibt auch andere Anbieter, die originale Produkte verkaufen. Nur bei Newcomern im Netz, bei typischen Online-Plattformen, da sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Und wenn es zu günstig erscheint, könnte es eine Fälschung sein. Einfach, ich sage jetzt mal so als Tipp, sensibel an die Sache rangehen. Wenn ihr sowas seht, fehlende Herstellerlogos, häufig nackte Gehäuse, manchmal sieht der Guss ein bisschen komisch aus. Vergleicht die Bilder, vergleicht Hersteller, die ihr kennt, schaut euch da die Bilder von dem Produkt an und guckt, ob ihr da irgendwo Unterschiede findet. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass es dann auch ein Plagiat ist, was eben nicht unbedingt hält, was es verspricht. Viele Menschen gibt es natürlich, die sagen, hey, das funktioniert doch auch. Warum? Ich spare mir eine Menge Geld, kaufe ich halt so ein Ding. Ja, es gibt welche, die funktionieren besser, es gibt welche, die funktionieren schlechter. Grundlegend ist es aber meistens so, dass sie nicht so lange durchhalten wie das Originalprodukt. Und wie gesagt, Turbolader sind hochsensible Bauteile, da kommt sehr viel auf Material an etc. Und das gute Stück hat jetzt auch sein zeitliches gesegnet und dem Kunden kann nicht geholfen werden, weil wir können es nicht instand setzen. Weil wir einfach sagen, wir wissen ja gar nicht, wie irgendwelche Toleranzen sind, wir wissen nicht, welchen Lagersatz wir verwenden sollen oder welche Ersatzteile etc. Fassen wir gar nicht erst an und kostet am Ende dann wieder mehr Geld, weil jetzt muss dann nochmal original gekauft werden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas sensibilisieren, worauf ihr achten müsst beim Laderkauf. Wir helfen euch natürlich immer gerne weiter, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten unten in der Beschreibung findet ihr die anderen Videos zu dem ähnlichen Thema. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und bei den nächsten Videos auch wieder dabei seid. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.